Hallo zusammen, ich sitze hier heute mit Patrick Bungert. Er ist Leiter des Nachhaltigkeitsinstituts von der Cologne Business School. Herr Bungert, das Thema nachhaltige Unternehmensführung, auf den ersten Blick denkt man ja, ah ja, das ist super verständlich. Aber wenn man sich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, dann merkt man, dass es doch ganz schön komplex ist. Warum ist das so? Das Thema ist komplex, weil es ein sehr vielseitiges Thema ist. Das Thema Nachhaltigkeit wird oft über einen Kamm geschert, aber es ist natürlich ein Thema, was aus ganz vielen Bestandteilen besteht und dementsprechend nicht jedes Nachhaltigkeitskonzept auch zu jedem Unternehmen passt, sondern vielmehr als Maßanzug zu verstehen ist. Das heißt, jedes Unternehmen hat eigene Themen, die mit Risiken und Chancen verbunden sind im Vergleich zu anderen. Das heißt, es ist immer abhängig vom Unternehmen dann? Es ist abhängig vom Unternehmen, es ist abhängig von der Unternehmenskultur, von der Branche, vom Standort. Ja. Wir sind auf das Thema nachhaltige Unternehmensführung gekommen über das Thema Vielfalt. Was bedeutet die Vielfalt im Bereich Nachhaltigkeit? Nachhaltig ist sehr vielfältig. Ja, also das heißt, es gibt ganz viele Facetten von Nachhaltigkeit, es gibt kulturelle Unterschiede beim Thema Nachhaltigkeit. Ein Deutscher würde das vielleicht ein Stück anders definieren als ein Franzose oder jemand aus Asien. Und deshalb spielt Vielfalt im Unternehmen natürlich auch für die Umsetzung von Nachhaltigkeit durchaus eine große Rolle. Ja. Super spannend. Am 31.01. sind Sie auch zu Gast bei uns beim Neujahrsempfang und werden uns noch ein paar weitere Impulse und Infos zum Thema nachhaltige Unternehmensführung mitbringen. Ich freue mich drauf. Und wir freuen uns natürlich, euch dort zu sehen. Bis dann. Ja.